Zu Beginn wollten wir natürlich erstmal wissen, wie es der Mannschaft geht. Denn wir hatten uns ja eine gefühlte Ewigkeit nicht auf der Kegelbahn gesehen. Wie hat das Team die Corona-Zeit überstanden? Wir haben es eigentlich recht gut überstanden. Ja, bis auf Training war nicht viel möglich an der Stelle. Und sind natürlich mit unserem Auswärtssieg in Kranschütz super in die Saison gestartet. Wir konnten dort letzte Saison schon gewinnen, bevor die Saison abgebrochen wurde. Konnten das Gott sei Dank dieses Jahr wiederholen. Und somit sind wir super in die Saison gestartet und hoffen heute, dass es so weitergeht. Heute spielt ja Grün-Weiß gegen Grün-Weiß. War letzte Woche schon so. Stimmt. Alle noch fit, alle noch da? Abgänge, Zugänge? Abgänge haben wir direkt keine. Es sind ein, zwei Spieler verletzungsbedingt ausgefallen. Die kurieren jetzt ihre Verletzungen noch aus. Aber Gott sei Dank konnten wir einen Toni Poranka aus Deutzen für uns gewinnen. Der schon eine längere Zeit bei uns Training gemacht hat und sich jetzt unserem Verein angeschlossen hat und hat auch im ersten Auswärtsspiel in Kranschütz schon einen super Eindruck gemacht und hat auch im Training schon bestätigt, beziehungsweise im Auswärtsspiel bestätigt. Und wir sind jetzt guter Hoffnung, dass er bei uns so weitermacht und wie eine Bombe einschlägt. Na, da drücken wir doch die Daumen. Die Wörlitzer, wie sind sie einzuschätzen? Der Kapitän hat bei der Begrüßung schon gesagt, wie eine Wundertüte. Ich denke auch, dass es so ist. Wir haben ja mehrfach schon gegeneinander gespielt und ja, Leistung war mal so. Letztes Jahr haben wir ja verloren gegen Wörlitz hier, da waren wir allerdings auch ersatzgeschwächt und der Rest konnte auch nicht seine beste Leistung abrufen und somit haben sie halt verdient gewonnen hier letztes Jahr und wir versuchen natürlich dieses Jahr das umzudrehen, besser zu machen. Nee, dann bleibt mir ja nur noch eins. Gut, Holz zu wünschen. Dankeschön. Besser wollten sie es dieses Mal machen und so sollte es auch kommen. Im ersten Heimspiel gewannen die Langendorfer Kegler mit 6:2 Punkten und 3.374 zu 3.304 Holz. Das Endresultat klingt zwar nach einem eindeutigen Sieg, doch der Spielverlauf selbst war alles andere als klar und deutlich. Gleich im ersten Durchgang zeigte der Wörlitzer Remo Wehrmann mit einem super Ergebnis von 635 Kegel, dass sie nicht zu einem Ausflug nach Langendorf gefahren sind. Toni Poranka konnte damit 551 Holz zu keiner Zeit mithalten. Marco Klein rettete gegen Jörg Kutzer einen wichtigen Mannschaftspunkt für Langendorf. Im zweiten Starterpaar das gleiche Bild. Während Christoph Krause gegen Olaf Fels punkten konnte, verlor Christian Speck sein Spiel gegen Thomas Walter. Wörlitz führte mit 54 Kegeln. Das sah nicht so rosig aus. Im Schlussdurchgang gaben die Grün-Weißen aus Langendorf mit Christoph Schmidt und Sebastian Sitte noch einmal richtig Gas. Zur Halbzeit führten sie nach Satzpunkten und hatten einen minimalen Vorsprung von 12 Kegel herausgespielt. Der Widerstand der Grün-Weißen aus Wörlitz war gebrochen. So mussten sich Dennis Böttche und Thomas Bölke am Ende dem klaren Ergebnis für Langendorf beugen. Und hier gleich noch eine Information. Das nächste Spiel gegen Leitzkau wurde verlegt. Dadurch spielen die Langendorfer erst Mitte Oktober gegen Romantastetten wieder vor heimischem Publikum.